Ich meine, die Kartoffeln können der Weg zum Erfolg sein, vielleicht hier. Das klingt komisch, aber ist so. Aber. Ne, der macht ja auch so Pillesprünge hier, unser James. Ist in allem gut ausgebildet, aber Sprünge, weiß nicht so. Nicht so sein Ding, glaube ich. I don't know. Naja, aber sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, ob ich das damals auch schon kannte. Ich wollte aber eigentlich, weswegen ich überhaupt in diese Richtung gegangen bin, wollte ich hier hinten hin. Denn da war nämlich auch noch eine Tür, die wollte ich mal checken. Ich glaube, die habe ich auch noch nie gecheckt bisher. Was haben wir denn hier? Main Warehouse Administration. Wir können hier rein? Ich glaube, ich bin sonst immer da hinten entlang gegangen. Wie geil ist das denn? Ich bin eindruckt. Wow, ich habe irgendwas aufgenommen. Manchmal nehme ich auch was ab. Aber, ja. Manchmal auch eher nicht so. Heute zumindest nicht. Wir hatten heute in der Firma, haben wir heute, also mein Bruder und ich, haben wir Mettbrötchen mitgebracht und gegessen und Kuchen zur Feier seines Einstandes. Und, ja, generell, weil, warum nicht, ne? Kann man ja halt mal machen. Und weil ich sehr, sehr geile Kollegen habe. Dann, lalala. Ja. Die spawnen aber relativ fix, die Typis, ne? Muss man schon sagen. Oh, hier konnte man sich auch irgendwie irgendwo hochziehen, glaube ich, irgendwann. Nee, na. Modus deaktiviert. Gucken wir mal. Lala. Bitte was? Hallo? Warum? Ich kann die Tür nicht mehr öffnen. Ja, alles in Ordnung. Was? Ich hab die nicht wieder zugemacht. Ich hab. Ja, er war das nämlich. Die Pissnelke. Boah, das Wort habe ich auch seit 20 Jahren, glaube ich, nicht mehr benutzt. Gibt es jemanden von euch, der das regelmäßig benutzt, das Wort? Das klingt für mich irgendwie so nach 90er. Ich weiß auch nicht. Pissnelke. So wie Tschüssikowski oder zum Bleistift. Haha. Das ist also wow. Ist ja fast schon retro, ist das du. Ist ja fast wieder angesagt. Wow. Ah, hier kommen wir jetzt, glaube ich, raus. Ja, ja, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Wow! Ihn interessiert es einfach überhaupt nicht. Ich finde das so geil. Das ist nicht meine Gehaltsklasse. Boah, der funky Bass, ey. Der dröhnt aber auch gut. Aus dem Augen, aus den Augen, aus dem Sinn, der Typ vermutlich. Ja, ja. Alter, der Bass ist ja richtig geil gewesen gerade. Tja, man weiß es nicht. Man munkelt hart. Jetzt habe ich mich selber angespuckt. Wow! Was, wie? Warum? Weshalb? Wieso? Was ist jetzt los? Manchmal kann ich einigermaßen improvisieren. Und manchmal auch eher nicht so, aber diesmal. Du.
Ach, das hier. Ich kann mich noch dran erinnern. Vor allem, warum ist die Musik gerade losgegangen? Hier hat mich doch überhaupt keiner gesehen. Warum? Und zwar können wir uns hier irgendwie, glaube ich, rein sein. Hier gibt es nämlich auch noch Granatas oder sowas. Renaten. Und ja, hier, irgendwie kamen wir da rein. Das weiß ich noch. Irgendwas war hier. Und man kann sich auch, glaube ich, hier in der Mitte irgendwo hochziehen. Irgendwo war hier noch so ein Enterhaken. Anknüpfungspunkt. Das ist der korrekte deutsche Terminus. Den auch Beamten verwenden. Shipping and Receiving Offices. Dab, lalala. Irgendwas war hier. Man konnte hier so schön auch noch Leute abmorcheln. Durch so einen Schlitz hier. Das weiß ich noch. So eine Spalte. Jetzt hab ich Bock auf Kartoffelspalten. Geil. Hier steht, da steht, glaube ich, einer um die Ecke. Wenn ich jetzt hier rumgehe. Ja. Vor allem, ich habe seine Waffe angeschossen. Ich habe ja noch nicht mal ein Körperteil getroffen. Aber es scheint ihm sehr wehgetan zu haben. Gut, vielleicht ist die Kugel abgeprallt. Das kann natürlich sein. Da, 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 da. Na, wo ist er? Der steht richtig im toten Winkel, ne? Das ist fies. Das ist sehr fies. Warte mal. Das Spiel kann ich auch spielen. Kann ich? Nee. Der steht ja volle Kanne im toten Winkel. Dann, 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 dann. Tot, 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 toter Winkel. Der tot, 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 Winkel. Dankeschön. 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 Ach, das war von dem Typ, der da vorhin war. Ja, ja. Ach, ja. Ich wollte gerade sagen, ich könnte mir neue Panzerungen holen, aber ich bin ja voll gepanzert, wenn ich das richtig deute unten. Oh, hallo. Durch die James ist schon ein richtiger Experte, ne? Durch die Scheibe geschossen, die Scheibe ist noch heile und der Typi ist einfach dood. Diskutiere ich. Also ich diskutiere nicht, aber das gutiere ich. Kenner wissen, was gemeint ist. Dab, dab. Rorschach? Nur anders? Gut, in Österreich laufen die Uhren ein bisschen anders, glaube ich, aber... Ne? Ach, das geht sich aus. Ah ja. Wirst schon sehen, das geht sich aus. Wow! Okay. Das geht sich nicht aus. Du hast mich überzeugt. Da. Ich hätte natürlich richtig schön auch hier eine Gelage machen können mit dem mit den Fässern hier. Ja, ja, aber nee, nee. Nein, nein. Oh, ich glaube, hier wären wir, glaube ich, durch die andere Tür von außen durchgekommen. Könnte dies zutreffen? Ist hier noch ein Typi? Ich glaube nicht. Das sieht nicht danach aus. Aber ich möchte das mal überprüfen. Ja, guck mal. Gut, das wäre ein bisschen kürzerer Weg in die Halle gewesen. Okay. Okay. Aber ich, für euch, laufe immer gerne extra Wege. Um euch möglichst viel zu zeigen, natürlich auch. Dab, dab, dabba, dab. Wow, whatever. Hallo? 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 Wie häufig soll ich denn noch auf die Fässer schießen? Das war ja krank.
Jetzt ist aber... Es juckt die Nase. So, irgendwie... Ich will nicht, dass ich euch jetzt was Falsches gesagt habe. Ich glaube... Oder konnte man hier drauf... Nee, hier kann man aber nicht drauf springen. Man kann hier irgendwie rein. Glaube ich. Was? Ich habe doch nur versucht, die Tür zu öffnen. Ich darf es nicht. Hier, weil hier kann ich nämlich... Man kam hier irgendwie drauf, auf das Dach, glaube ich, und dann hier rein. Und dann hier wieder raus. Nikolaus. Aber irgendwo, wie denn? Was denn? Also ich bin mir eigentlich sehr sicher. Das hat nichts zu heißen, aber ich bin mir eigentlich durchaus... Nee, das fuchst mich jetzt. Kennt ihr sowas, wenn ihr selber Spiele spielt oder so, nach einer langen Zeit mal wieder? Und ihr könnt euch an so Fetzen dann wieder auf einmal erinnern? Und ihr fragt euch, wie war das denn aber? Also ihr könnt euch dran erinnern, aber nicht genau. Sondern nur so, ja, da war was. Ach, ich will das nochmal machen, aber wie ging das denn nochmal genau? Tja... Horst Dieter, I feel you. Wah, badai, badai, bap, 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 bap. Warum hat die Granate 3000 Jahre gedauert, um zu explodieren, und meine explodieren nach einer halben Millisekunde? Dies macht keinen Sinn. Und machen sowieso nicht, denn das gibt's nur im Englischen, it makes no sense. Im Deutschen ist es eigentlich, es hat keinen Sinn. Wo wir schon bilingual unterwegs sind, auch kleiner Lehrauftrag. Wie was? Wer warum? Wer war das denn? Irgendwer hat... Hallo? Frechdachs. Ja, wie piep piep. Determine the status of the aircraft in the secondary aircraft hangar. Hangar? Hunger? Das fuchst mich aber immer noch hier. Das, irgendwie ging das. Ich will das rausfinden. Das jetzt ohne Witz, das ist irgendwie war das möglich. Ich weiß halt nur nicht mehr wo. Sieht man das hier dadurch genauer vielleicht durch irgendeinen Modus sowas? Irgendwo an der Decke gab es glaube ich so ein in so einer Strebe oder sowas. Aber dab, dab, dab. Einmal gucke ich hier hinten noch. Das kann ja auch nicht ewig weit weg sein. Da bricht mir sogar die Stimme. Fick. Vielleicht nicht hier oben an der Strebe, aber hier an der seitlichen Strebe irgendwo. Ich strebe nach Ruhm und Macht. Dab, dabba, dab. Wow. Hallo Vogel. Ich sehe aber auch nichts. Dabei bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, also so täuschen kann ich mich, glaube ich, nicht. Mein. Theoretisch denkbar. Aber ich glaube es eigentlich nicht. Das ist halt echt ärgerlich. Wahrscheinlich habt ihr es gesehen und denkt euch die ganze Zeit, da ist es doch, Dave, das ist doch so offensichtlich. Ja, ich sehe es aber nicht. Was soll ich denn machen? Ja, hilft ja alles nichts. Gotta keep going. Wir müssen weiter voranschreiten. Labadab. Das haben sie schön gemacht, finde ich. Du
bewegst dich so sicher in so einem Rohr hier und dann kommt sowas. Schau, nett, dass du mir Zeit lassen, um nachzuladen. Andere gucken erstmal noch, ob es hier weitere Gegner gibt. Ich gucke einfach nur unter diesem ollen Enterhaken Anknüpfungspunkt. Dab, dabba, dab. Wurscht, komm. Ich gebe auf. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Primary Aircraft? Hangar? Oder? Sieht verdächtig aus. Ha? Ha ha ha. Ja? Ja? Ha. Aber auch die passende Musik dafür, finde ich. Dab, dab, latte, dab. Wie, was? Nee, 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 nee. Ach, zum Hansen! So. Oder... Hm. Also ja, wir kommen der Sache näher. Das ist wohl so. Aber... Well. Wie war was? Nee. Nee. Alle denken sich jetzt so, Steve, spiel doch einfach weiter. Ja. Mache ich ja auch gleich. Aber jetzt möchte ich das erst ausprobieren. Da, 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 da. Ich habe ja gesagt, wir lassen uns Zeit. Das ist kein Speedrun. Da. Ich glaube, das hier ist trotzdem die naheste Stelle, aber ich glaube, so weit kann er nicht springen. Nee. Never ever. Warzen! Ja, da. James, ich verstehe, dass du auch dezent genervt bist, aber ich muss. Das kann doch jetzt nicht sein. Bin so weit gekommen. Drake ist wahrscheinlich mit dem Raketenmodul schon längst irgendwie auf dem Mars gelandet oder so, aber... Ich... Nee. Okay. Jetzt, interessante Situation. The Never Ending Game schreibt, kann jetzt gerade kein konkretes Beispiel nennen, aber ja, glaube, das hatte ich auch schon. Ich glaube, es ist eine ältere Chatnachricht, die ich leider... Wow. Hallo? Übersehen hatte. Worauf bezog sich das? Wow. Was ist... Irgendwie ist mein... Ich kann nur noch nach vorne lenken. Ich kann mich nicht mehr umsehen. Was ist jetzt Phase?
Ich hab doch nichts gemacht. Moment. Ich kann nicht... Save... Nein. Nicht gut. Okay, ich höre ja schon auf. Ich höre ja schon auf. Es bezog sich auf dieses, da war doch was. Oder wo oder wie oder war. Ja, aber was? Ich starte mal eben das Spiel neu. Wir haben ja gespeichert vorhin. Mit dem Quicksave. Ich hoffe, das spackt jetzt einfach nur kurz rum. EA Games. Challenge everything. Vielleicht ist das ein Zeichen. Wahrscheinlich ist das ein Zeichen. Ja, ich kann mich wieder bewegen. Besuchen wollte ich gerade sagen. Ich kann mich wieder besuchen. Wie war? Ja, also ein, zwei Mal versuche ich noch darüber zu springen, ansonsten lassen wir es. Keine Sorge. Ja, ja! Okay, dann war das doch nicht mit so einem... Bin mir aber relativ sicher, dass das hier irgendwo ein Enterhaken. Oder verwechsel ich das mit einer anderen Halle, die noch kommt? Das kann halt, ne, also ich meine... Theoretisch denkbar. Ein höchst erbauliches Spektakel. Ach, der wird einem ganz anders. Yeah! Geil! Ah, schön. Ich freue mich. Es ist so stumpf, ich liebe es. Und ich kann die Hälfte der Munition nicht aufnehmen, weil ich... Weil... Weißt du, es sind manchmal die kleinen Dinge im Leben. Die, ne, also... Ich bin mir trotzdem... Ich verwechsel das mit irgendeiner anderen Halle, wetten. Vielleicht werde ich nach der Aufnahme mal in mein altes Let's Play reingucken von vor 10, 12 Jahren. Und mal nachschauen, ob das damals das gab. Ich weiß nicht. Naja gut, aber ey, egal. Es hat sich aber gelohnt für mich. Und ich habe alle abgestraft, die gedacht haben, Dave bildet sich was ein. Das wird so nicht funktionieren. Man kommt hier nicht rein. Das haben die einfach nur gemacht, um die Spieler zu ärgern, damit sie denken, sie könnten hier reinkommen. Es gibt aber eigentlich keinen Weg da rein. Haha. Ich meine, diese Theorie ist... Theoretisch denkbar. Aber da kann ich freudestrahlend sagen... Nein. Und gerade eben, ich fühlte mich einfach wie... So sieht's mal aus. Ach. Schön. So, jetzt können wir auch weiter. James, nearly to the primary hangar now. I'm making a break for it. Check that hangar, Zoe. We need to find a way out of here. Out of here. Ach, so klingt er auf Englisch. Interessant. Ohne irgendwie verzerrt zu sein durch irgendwelche Walkie-Talkies oder so. Interesting.
Oh, ah, ich weiß, was jetzt kommt. Ich glaube, ich mache mal einen richtigen Save. Save Bond. So. Huch. Einmal zu viel. Das hier kommt erst noch, dieser Bereich. Ja. Der wollte die Musik gerade einsetzen, die Action-Musik. Und dann ist er wieder verstummt, weil ich zu schnell war. Ja, ja, gut. Use the thermal mode of the Q-Specs to easily see enemies in dark areas. Ja, ja. Wie? Was, was? Warum? Nein, nein. Was ist jetzt los? Manno! Manno! Ja. Buddy. Wie habt ihr mich denn eigentlich spitz gekriegt? Ich krieg einen Rappel. Shit. Das war kein Millimeter. Hast du gesehen? Hallo. So. Ja, da kannst du auch vor Freude mal aufspringen. Das würde ich auch mal sagen. Ben, Hätte auch ins Auge gehen können. Es macht schon, wow. Es macht schon Spaß hier, muss ich sagen. Aber das wusste ich ja, dass das Spiel kurzweilig ist. Deswegen hätte ich auch wirklich eigentlich mal Bock auf weitere James Bond Spiele in der Zukunft. Also, vorzüglicherweise, wie soll ich sagen, oder, was ist das richtige Wort, was ich gerade suche? Präferierterweise, für, wie soll ich sagen, für den PC. Will jetzt nicht ausschließen, dass ich auch nicht mal irgendwie für Konsolen irgendwas spiele oder so, aber präferierterweise bin ich schon eher so der PC-Typi. Wollen wir unseren Tacker nehmen? Oh ja, oh. Erst einmal den Tacker genommen. Ich glaube, der hat noch ein bisschen mehr Durchschlagskraft, habe ich fast das Gefühl, als im Vergleich zu der hier, oder? Vielleicht täuscht das aber auch wegen des Geräusches, weil der, also die hier durch den, Schalldämpfer, Schalldämpfer, ne? Ja, durch den Schalldämpfer leiser ist. Leiser Minelli, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls, ja. Platin-Keks, ja geil, schönen guten Abend und ja, zur Feier des Tages, dass du eingeschaltet hast, beende ich jetzt die Folge. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ja, alles in Ordnung.